Ja, hallo Freunde, hier ist der Bambam und hier ist das nächste Let's Play zu Hearthstone. Und wir spielen Kartenchaos immer auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen. Also alle, ja, Diener, die ich habe, kriegen die Werte 1-1 und die kosten auch nur 1. Ja, ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Okay, wir erstellen ein Deck und wir nehmen dann dafür den Magier. Was auch sonst. Und ja, dann nehmen wir die zweimal. Das ist ja klar. Fügt allen feindlichen Dienern einen Schaden zu. Den nehmen wir auch zweimal. So, an Spells würde ich sagen. Zieh zwei Karten. Die können wir. Sollen wir die mitnehmen? Ja, dann können wir vielleicht noch ein paar Karten mehr ziehen als der Feind. Und, jo, 6 Schaden verursachen brauche ich, glaube ich, nicht. Scharf, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir alles nicht. Die holen wir noch einmal mit. Und die hier. 4, allen fünf Dienern 4 Schaden zu. Ich weiß nicht. Sollen wir die mitnehmen? Komm, wir nehmen sie mal mit. So, dann gehen wir an die Diener ran. Den nehmen wir natürlich zweimal mit. Der macht extra Schaden. Dann gehen wir erstmal zu den großen Jungs. Die nehmen wir natürlich mit. Die macht 4 Schaden extra. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Die nehmen wir mit. Ja, die können wir eigentlich. Obwohl, der Ragnaros. Nee, den nehmen wir nicht mit. Den. Wo ist er denn jetzt? Den nehmen wir nicht mit. Den holen wir mit. Die kriegen eh nur eins. Ja, den nehmen wir mit. Spott und Gottesschild. Den nehmen wir noch mit. 1-1, das bringt nichts. Das ist ja dann nur einer. Den nehmen wir natürlich mit. Den könnten wir eigentlich auch zweimal mitnehmen. Das machen wir auch. Den nehmen wir auch mit. Zweimal. Jetzt haben wir noch gar keinen Tank. Doch, wir holen den hier zweimal mit. Starlock rufen wir nicht mit. Holen wir nicht mit. Den nehmen wir aber noch mit. Die Tante hier nehmen wir noch mit. Den nehmen wir mit hier. Loatep, ich weiß es nicht. Den nehmen wir einmal mit. Jo, 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 jo. Mech, ne? Wir haben noch gar keinen Tank. Wir haben noch gar keinen Tank. Welchen Tank nehmen wir mit? Wir brauchen jetzt noch Tanks. Wir nehmen natürlich dann die stärksten Tanks mit, die wir haben. Gehen wir hier mal ein. Spott. So, dann holen wir natürlich die stärksten mit, die wir haben. Den haben wir. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Ah, doch, einen hatten wir schon, einen Tank hatten wir schon. Und ja, wir nehmen noch den hier mit. So, und also wir haben nur noch eine Karte. Also, ich kann ja noch eine Karte nehmen. Die, ey, die ist doch geil. Die nehmen wir noch mit. So gehen wir das Ganze an. Vielleicht bringt es ja was. Ne? So, ja, so, zack. So, los geht's. Einmal Kartenchaos, bitte. Einmal Kartenchaos, bitte. Ein würdiger Gegner. Was auch sonst. Ein würdiger Gegner. Hallo Jaina, ich bin's, Jaina. Ja, ich hab's so gewollt, ich weiß. Den Kameraden hier behalten wir. Den behalten wir auch und den behalten wir auch. Zack. Ich darf anfangen. Ja.
Dann spielen wir doch den. Hier, Grüße, wollte ich doch sagen. Grüße. Hallo. Der Dire Raven. Der Dire Raven. Ich bin gespannt, was der Dire Raven so dabei hat. Ob er nur Ich Diener frage mich, ob. dabei hat. Ach so, Entschuldigung. Ob er nur Diener dabei hat oder ob er auch Spells eingepackt hat. So wie ich so ein paar kleine Spells. Ich habe ein riesiges Gewehr. Hehe. Das war natürlich schon mal gut, ne? Der ist zu gut. Wir spielen den hier. Mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Und was haben wir noch? Den spielen wir erst in der nächsten Runde. Die beiden. Sonst erstmal nichts. Sonst erstmal nichts. Hey, das ist cool, ne? Da hat er natürlich jetzt eine Granate auf dem Feld, ne? Aber okay, die kann ich ja wegpusten. Wenn es denn sein müsste. Jedes Mal, wenn ihr eine Karte zieht, erhaltet ihr eine Kopie davon auf die Hand. Ne? Die kann ich nur dann spielen, wenn ich ein Dings hier habe, einen Tank auf dem Feld habe, ne? Aber das ist jetzt natürlich nicht so gut. Ich frage mich, ob. 3 Punkte haben wir, das ist nicht gut. Wir spielen den Schuss hier. Und den würde ich sagen, ne? Dire Raven. Ah, er hat Spells. Er hat Spells dabei. Aha. Er geht nicht auf meinen Gnome. Geht nicht auf meinen Gnome. Die wäre natürlich jetzt Weltklasse einzusetzen, weil ich ihm dann 15 Leben wegschnappen kann. Aber ich habe immer noch keinen guten Tank auf dem Feld. Aber wir spielen die trotzdem. Ich bringe Leben und Schießen die hier noch weg. Ah, es war ein Fehler. Ich hätte zuletzt schießen müssen. Ah. Okay. Ich hätte zuerst und dann zum Schluss schießen müssen. Ah, gut. Ja, genau. Ha. Ah, super. Gut gespielt, mein Freund. Super gemacht. Oh Mann. Klasse, echt. Also, die kann ich eh nicht spielen. Ich würde ja sagen, wir machen das Ganze dann so. Fertig. Euch nicht mit Zahler an. Auch nicht schlecht, ne? Die Wahrheit ist mein Schild. Naja, wir mussten ja ein Opfer bringen. Wir mussten ein Opfer bringen. Okay.
So, jetzt geht's hin und her, würde ich sagen. Hin und her. Ich bin die Essenz der Magie. Ja. Das bist du, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gut, die bringt mir jetzt auch nichts. Auch nichts. Der muss weg. Und weiter geht's. Ja, bärenstark, ne? Wirklich gut gespielt. Das war wirklich auch nicht schlecht. Dann spielen wir die. Ne, die spielen wir nicht. Wir gehen weiter auf ihn und spielen keine Karte aus. Meine Spells kamen bisher ganz gut. Muss ich sagen. Ja, und ich liege weiterhin 5 vor, würde ich sagen. 5 vorne. Und wir halten das Spielfeld frei. Naja, machen wir doch mal die hier, ne? Mein Freund, wenn das so weitergeht, dann denke ich doch mal, dass ja, dass ich dann zum Schluss vorne liegen werde, ne? Ich habe ja noch ein paar. Ich habe ja noch ein paar in petto, mein Freund. Ja. So, dann spielen wir ja doch mal die. Und dann würde ich sagen, spielen wir die doch auch noch. Ach ja, echt? Entschuldigung. Ja, und weiter geht das muntere Hin und Her. Das muntere Hin und Her, es geht immer weiter. Oh, die hat er auch noch. Mich hat noch nie jemand besiegt. Ah, schade. Hat er noch einen Pyroschlag? Die Tore sind geöffnet. Wenn er noch einen Pyroschlag hat, dann wird es jetzt langsam Zeit, dann sollte er ihn spielen. Ein Schuss, ein. So, jetzt bin ich natürlich. Ja, jetzt kann er mich natürlich mit einem Pyroschlag erledigen. Lakai, Diener, Soldaten der eisigen Finsternis.
den Ruf von Kel zusagt. Dann spiel deinen Pyro-Schlag, wenn du noch hast. Naja, dann spielen wir den. Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Ja, zum Schluss wurde es nochmal eng. Hätte er einen Pyroschlag gehabt, hätte er mich wegpusten können. So gewinne ich das Ding hier Gott sei Dank zum Schluss mit meinem Lepragnom und mit Kel'Thuzad. Eine schöne Kombination. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Kartenchaos immer auf die Kleinen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier ist der Bambam und hier ist das nächste Let's Play von Hearthstone. Bis dahin, tschüss, Sikowski.